Heute ein neues Video, Determinanten Ausdauer, schwieriger Name, und was sich dahinter verbirgt, wusste ich auch gerade noch nicht, hat Sebastian mir nochmal erklärt. Und zwar müssen wir noch ein bisschen nachbessern, um hier mit den verschiedenen Begriffen, die ihr hier schon sehen könnt, einfach mal noch ein bisschen genauer die Klarheit oder die Zusammenhänge zu erklären. Wir haben es jetzt selber gemerkt, wo wir nochmal alte Videos angeschaut haben oder nochmal ein bisschen wieder darüber gesprochen haben, dass manche Sachen vielleicht ein bisschen nicht einseitig betrachtet, aber vielleicht nicht ganz im Zusammenhang jedes Mal im Video sind. Und das wollen wir jetzt nochmal kurz hier mit dem Video machen. Also viel Spaß dabei. Ja, also Nick hat das eben gesagt, Determinantenausdauer müsste eigentlich sagen, das heißt ganz genau, die Determinanten der Ausdauer, Dauer unterstrichen, Leistungsfähigkeit, ja. Deswegen hatte ich das nicht direkt verstanden. Ja, Ausdauer, was soll das? Nein, also wir hatten alle drei Komponenten, haben wir glaube ich schon mal ausführlich beschrieben. Ne? Also wir haben, was ist die VO2 Max, haben wir gesagt. Wir haben glaube ich ein sehr umfängliches Video zur Laktatschwelle und somit dann auch Prozent von VO2 Max, also heißt ja nichts anderes als, wie hoch ist meine Schwelle, Schwellenleistung, Schwellengeschwindigkeit, im Schwimmen oder Laufen halt auch zum Beispiel, im Vergleich zur VO2 Max, also wie hoch ist der Prozentsatz, den ich über einen längeren Zeitraum oder über einen gegebenen Zeitraum aufrechterhalten kann. Das muss nicht immer die Stunde sein, ne, was wir aus dem Radsport mit der FTP kennen, das kann auch mal 10 Minuten sein oder 5 Minuten. Das sind halt entscheidende Parameter, und die Bewegungsökonomie, die hatten wir vor allem beim Laufen besprochen, weil die da sicherlich am besten untersucht ist und auf der anderen Seite sicherlich auch mal wichtiger ist als beim Radfahren. Das hat man glaube ich damals auch mal gesagt, weil es im Radfahren ist ja im Grunde eine sehr einfache Kreisbewegung, die sogar geführt wird. Deshalb ist da, sagen wir mal, die Ökonomie nicht ganz so wichtig, ja. Jetzt aber ist uns aufgefallen, naja, irgendwie haben wir das vermutlich nicht allumfassend oder total verständlich erzählt, weil dann kamen so Fragen so, ja, ich weiß, ich soll meine Ausdauer steigern durch ein bipolares Training, also HIIT und LIIT, aber wie mache ich das jetzt mit der Schwelle? Jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, dass das Video damals auch hieß, wie steigere ich meine VO2 Max? Das war auf diesen Parameter bezogen, weil das der wichtigste Parameter nach wie vor ist. Das schreiben wir auch deutlich in unserem Buch, ja, wo wir sagen, naja, klar ist, wenn in der Weltspitze jemand eine relativ betrachtet 83er Sauerstoffaufnahme zu einer 85er Sauerstoffaufnahme hat, ist das vielleicht nicht, sagen wir mal, absolut entscheidend. Aber gehen wir mal in den Amateurbereich zum Profi. Ein Amateur hat vielleicht 50er, 55er, vielleicht sogar 60er Sauerstoffaufnahme. Und der Profi, wie gesagt, 385, dann ist das sehr klar, da ist der Unterschied riesengroß. Ja? Da brauche ich auch nichts schönrechnen, das ist einfach so. Also das ist der entscheidende, voraussetzende Parameter. Wenn der nicht hoch ist, bin ich nicht richtig gut im Ausdauersport, beziehungsweise bin ich vielleicht nur so gut, wie mein Level es eben zulässt. So, dann kommt natürlich die Laktatschwelle oder wie gesagt Prozent von VO2 Max, also die Leistung, die ich über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten kann. In dem Sinne ist das natürlich für uns auch wichtig. Ja, und deshalb gibt es immer wieder die Diskussion, ist jetzt die VO2 Max wichtiger oder ist jetzt die Dauerleistung hier wichtiger? Ich würde mal sagen, wer in dem Video von uns aufgepasst hat, der weiß, dass dieser Parameter hier auf der einen Seite durch die VO2 Max bestimmt wird und auf der anderen Seite, könnten wir auch nochmal so machen, ja, also das fließt hier irgendwie ein, aber wir haben auch eben die VO2 Max, also die Laktatbildungsrate. Also aerober Stoffwechsel, Punkt vergessen, und anaerober Stoffwechsel. Und hast du einen neuen Stift, der funktioniert viel besser? Ich habe den anders gehalten. So, und die beiden bestimmen diesen Wert oder eben auch einen kürzeren Wert. Also nochmal, ist nicht immer die Stunde bezeichnet oder auch mal ein kürzerer. So, das heißt, wir müssen das beides uns anschauen, damit wir diesen Wert dann letzten Endes auch berechnen können oder wir können ihn auch ermessen. Aber dann wissen wir wieder nicht, das haben wir auch damals im Video gesagt, wie der genau zustande kommt. Ja? Also das muss für uns nochmal völlig klar sein. Dieser Wert soll natürlich hoch sein. Ich will eine hohe Dauerleistungsfähigkeit haben, ne? Gerade im Triathlon. Völlig klar. Aber er wird bestimmt davon und eben davon. Ja? Also das sollte jetzt nochmal völlig klar sein. Deshalb, wenn die Frage kommt, welches Training macht, oder wie kann ich jetzt auch meine Schwelle steigern, oder wie soll ich Schwellentraining jetzt integrieren, naja, wir haben ja gesagt, Schwellentraining wirkt sich ganz positiv auf die VO2 Max aus, ja. Gerade so Sweet-Spot-Bereich, Kraftausdauertraining.
Gleichzeitig, wenn wir das trainieren, wird eigentlich meistens auch, wenn jetzt dieser Parameter sich nicht zu stark erhöht, auch die Schwelle höher. So. Das sollte jetzt nochmal sehr, sehr klar geworden sein. Wenn nicht, dann einfach vielleicht nochmal in das jeweilige Video schauen, die einzelnen Parameter anschauen und vor allen Dingen das Video zur Laktatschwelle anschauen, weil da haben wir es, glaube ich, sehr, sehr ausführlich uns einfach mal angeschaut und auch hier in der Tafel skizziert. So, und dann kommt natürlich noch eins zum Tragen, die Bewegungsökonomie. Gerade im Laufen gehen wir mal davon aus, wir haben 3 Läufer, 2 Läufer, wie auch immer, die im Grunde die gleiche Schwelle haben, ja, oder die gleichen Stoffwechselprozesse ablaufen. Über einen längeren Zeitraum wird dann derjenige natürlich besser sein, ja, im Marathon zum Beispiel, der bei einer gleichen Geschwindigkeitsschwelle, ja, weniger Sauerstoff bzw. Energie verbraucht. So, das ist der entscheidende Parameter, der dann vielleicht am Ende nochmal einfließt. Ja. Also erstmal müssen wir das betrachten, das Physiologische, was wir auch wirklich so Richtung Stoffwechsel und Herz-Kreislauf-System verändern können. Und dann eben sowas auch, ja, neuromuskulär und biomechanisch wird dann dieser Parameter mit anfließen. Ich hoffe, dass das jetzt nochmal klar geworden ist, weil da kamen immer wieder viele Fragen. Falls es immer noch nicht klar ist, schreibt es unter dieses Video auf jeden Fall, ja, gar kein Problem. Und wenn euch die Videos, die auch hinterlegt sind und das vielleicht nochmal ganz gut gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch. Und wie immer, Kanal abonnieren. Bis ich hab's verstanden. Gut, Nick. Das ist schon mal. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Ja. Endlich. Ich hab's endlich kapiert. Ja, also, bis dahin. Bis dann. Ciao.